Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Senatorin beliebigen Geschlechts, okay, sind ein paar da, und sehr geehrte Kolleginnen beliebigen Geschlechts. Was ich hier gerade von meinen Vorrednern der Großen Koalition gehört habe, sage ich ganz ehrlich, das zieht mir Socken aus und Sonstiges. Und ehrlich gesagt, ich frage mich gerade ehrlich gesagt, was hier wieder abgeht. Um nochmal ein bisschen in der Vergangenheit rumzugehen. 1999 wurde ein Kaufpreis erzielt von 1,69 Milliarden Euro. Klingt erstmal ganz schick. Dieser hohe Kaufpreis ist dadurch erzielt worden, dass im Konsortialvertrag eine Zusatzklausel eingeführt, die unter 23.7 bekannt ist. Diese Zusatzklausel hat dafür gesorgt, dass die damaligen privaten Anteilskäufer 500 Millionen Euro extra bezahlt haben. Was hat dieser 23.7 für eine Bewandtnis? Ja, dass im Schnitt pro Jahr 250 Millionen Euro an Gewinn für die privaten Anteilseigner ausgezahlt wird und falls der Betrieb das nicht selber erwirtschaften kann, dann durch den Senat garantiert mit Steuergeldern aufgefüllt wird, dass man diese 250 Millionen zusammen hat. So, 1999 bis heute sind 13 Jahre. Wer ein bisschen rechnen kann, kommt auf 3,25 Milliarden Euro, die die privaten Anteilseigner aus diesem Betrieb rausgezogen haben. Warum möchten denn jetzt auf einmal die privaten Anteilseigner, genannt RWE und Veolia, diesen Goldesel loswerden? Ja, warum wohl? Ja, wenn man 13 Jahre lang immer nur Geld rauszieht aus dem Betrieb und immer wieder abbaut, im Prinzip Raubbau betreibt, dann ist so ein Betrieb irgendwann mal mit seiner Infrastruktur und so weit runtergewirtschaftet, dass große Investitionen zur Erhaltung der Infrastruktur notwendig sind. Und ein privates Unternehmen kalkuliert ja nicht nur in die Vergangenheit, die kalkulieren ja auch in die Zukunft. Die wissen ja selber, was auf sie zukommt und haben sich gesagt, das ist, glaube ich, nicht ganz so gut, was wir da noch bezahlen müssen. Sehen wir mal zu, wie wir es den Senat wieder unterjubeln können. Genannt dann Verkaufsangebot von Veolia, was ja ganz freiwillig von Veolia gemacht wurde. Das haben die ja ganz selbst und uneigennützig eingereicht, RWE auch. Das ist auch so ein bisschen Schaukampf, mit dem sie verklagen sich gegenseitig. Ich sage mal so, der Kaufpreis, maximaler Unternehmenswert bei gleichen Wasserpreisen und dem zusätzlichen maximalen Schadensersatzanspruch der RWE aus dem laufenden Schiedsverfahren würde 850 Millionen Euro betragen. Das ist aber das beste Szenario. Wir haben dann im Gegenzug das Worst-Case-Szenario. Der minimale Unternehmenswert bei sinkenden Abwasser- und Trinkwasserpreisen und zusätzlich auch die Erträge bei der Reduzierung des Abwasserpreises mit 15 Millionen pro Jahr kalkuliert, dann noch die SVZ, schwarze Pumpe, mit reingenommen, dann habe ich nur noch 185 Millionen Unternehmenswert. So, das ist eine etwas spannende Bandbreite, da kann ich ungefähr anderthalb Mal Flughafen mitbezahlen. Wie gesagt, das weist wieder mal, wie gut wir hier kalkulieren. So, wer bezahlt denn den ganzen Quatsch? Ja, effektiv doch die Berliner und die Leute, die noch einen Wasseranschluss zu Hause haben, bezahlen es sogar doppelt. Mit Frischwasserpreis, Abwasserpreis und noch Steuern, weil wir das ja irgendwo bezahlen müssen. Das wird jetzt uns erzählt, ja, schön mit Steuergeldern und ein schönes Heuschreckenprinzip, ja, hat uns Herr Nussbaum gesagt, diese 680 Millionen Kaufpreis gehen als Heuschreckenmodell wie folgt vor, ja, die werden als Schulden den Wasserbetrieben auferlegt und die müssen mit hohen Wasserpreisen das abwirtschaften. Laufzeit um die 20 Jahre mindestens. Der alte Vertrag, der 1999 abgeschlossen wurde, endet offiziell 2028. Ja, dann wird ja auch noch gesagt, ja, wir machen das ja mit dem Plenum und alles, ist alles super. Ja, was wurde gemacht? Vertragsverhandlungen. 20.06.12 hat RWE und der Senat schon alles in die Tüte gepackt. Am 17.07.12 hat der Senat entsprechend schon beschlossen, dass wir den Vertrag unterzeichnen. Am 18.07. ist der Vertrag unterzeichnet worden. Wir als Plenum haben noch bis zum 31.12. die Chance, da reinzugucken, was da drin steht. Ich sage mal, jeden sollte mal die rote Nummer, Quatsch, die grüne Nummer 0046 und die grüne Nummer 0046a sich mal genau angucken, was da drin steht. Da wird ein bisschen was klar, wobei die 0046a noch nicht alles klar macht, weil die Hälfte der Fragen sozusagen Querverweis ist, während interne Vorgänge der RWE, die da behandelt werden mit den Fragen,
Naja, was machen wir denn eigentlich? Rechtsnachfolger der RWE, sind wir das oder sind wir das nicht? Wir kaufen also für 680 Millionen den RWE-Anteil und haben in diesem Laden nichts zu sagen. Warum? Ja, einmal 50%, was wir bisher haben, und dann nehmen wir nochmal 50% von der RVB. Die RVB hat mit dem Shareholder Agreement, was man ab heute im Datenraum einsehen kann, immer noch die Veolia eingeklinkt, dass die bestimmen können, was passiert. Also wenn Veolia keinen Bock hat, können die mit 25% des Kapitals uns Berlin blockieren. Die können sagen, nur machen wir nicht. Da haben die das in der Hand. Ja, toller Kauf. Also ich hätte das ein bisschen anders gemacht. Ich empfehle da mal Paragraph 14 Absatz 2 Grundgesetz anzuschauen. Das müsste Ihr letzter Satz sein. Ja, ich würde Ihnen am liebsten noch ein bisschen mehr sagen, weil mir geht das echt auf den Zünder. Weil wenn wir das im freien Betrieb machen würden, in der freien Wirtschaft, so wie Sie hier arbeiten, dann wären Sie morgen beim Jobcenter für so eine Leistung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.